Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Build Fallout 4, Rise of the Commonwealth. Wir sind hier noch bei der Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Red Rocket Raststätte. Und zwar habe ich hier ein bisschen Platz gemacht. Das reiße ich lieber nicht ab. Ich habe mir gedacht, wir bauen hier noch ein paar Häuser. Da, wie ihr seht, Du gehst 17. vor, ich folge dir. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Ja, wir haben 17 Leute, aber die Mod Rise of the Commonwealth baut nur für 13. Das heißt, wir werden hier jetzt noch ja, paar Häuschen hinbauen. Nein, oder doch, das ist ein Baum. Ein paar Häuschen. Das Kabel kann man nicht wegnehmen. Ja, ich würde sagen, hier eine Straße entlang bauen wir ein paar Läden oder erstmal hier sowas. So ein Teil. Ist hier. Bauen wir gleich hier dran. Laden. Der Busch muss weg. Der stört. Und bauen wir hier. Nein, nicht da. Wir bauen hier noch einen hin. Steht einigermaßen gut. Ja. Kann ich mitleben. Treppchen dran. Machen wir die. Haben wir hier noch Läden. Dann haben wir hier hinten noch Platz für ein paar Häuschen. Kommt auch noch weg. So. Da stört irgendwas. Wahrscheinlich hier der Gerümpel. Flower Power. Häuschen und dann Busch kann ich doch, kann ich. Bauen wir hier doch noch Gärten, zwei Stück. Denn die haben mehr Schutz als wie alles andere. Aber ich glaube, das war auch so. Oh, ich bin raus. So geplant, dass die hier mehr Schutz bauen vom King Garth. Sorry, Steine muss weg.
Zweig. Dann kommen die Treppen. Da müssen wir noch schauen wegen Strom. Ja. Strom, Strom, Strom. Wie gesagt, ich habe nebenbei noch ein privates Spiel am Laufen. Die Protagonistin sieht fast so aus, wie die wir jetzt hier für Let's Play haben. Denn ich habe mir gedacht, dass ich natürlich noch... irgendwo so zum Schießen. Rettisch. Ja. Den kann ich aber gut gebrauchen. Zum Kochen. Gut. Was ist jetzt los? Ich kann das Hirschvieh nicht wegnehmen. Moment. Da ist wohl der Garten drauf. Garten, Moment, dahin. So, ich will nämlich meinen Hirsch. Wir teilen das alles, nicht wahr? Ja, ja, bla bla. Jetzt das... Habe ich den Garten? Kann der Garten wieder hier hin? Dogmeat, du musst beiseite. Danke. Huhn, geh beiseite. So. Wie weit können wir denn? Ja. Hier ist ein Garten, hier ist ein Garten. Es ist null, wie gesagt, also wahrscheinlich hat er das extra so. Ich mache noch einen kleinen hier oben. Wo dutscht der denn dran? Ach, da dran. So. Passt hier noch einer hin? Bäume wegreißen. Ist einer drauf? Nein. Mal sehen, was es für ein Garten wird. Ansonsten muss ich ihn eh wieder abreißen. So, ich würde sagen, haben wir erstmal genug. Du brauchst eventuell eine Treppe. Oder kommst du da selber? Ich denke, ich muss ja eine Treppe bauen. Oder? Nee, eigentlich nicht. Das macht sie wahrscheinlich selber. Häuser, denke ich, sind jetzt auch erstmal genug. Vorsichtshalber können wir noch eins hier hinbauen. Dann kümmern wir uns auch um Strom. Bauen wir zwei. Dann wäre das halt für 19 Leute circa, was wir jetzt hier angebaut haben. Der baut Müll. Zum gleich wieder abreißen. Dann hier rüber. Hier.
dann bauen wir hier. Oh, jetzt sehe ich die Grenze. Strom noch an. Strom, Strom, Strom. Ich weiß gar nicht. Leider haben wir noch nicht Level Up. Ich könnte so einen bauen. Aber das ist ja dann zu viel. Nö, ihr kriegt hier... So, fertig. Quatsch, die brauchen ja auch Strom. Nichts mit fertig. Ja, altbewährt. Dann eventuell brauchen wir doch. Ich nehme von dir einmal Strom. Dann müssen wir wahrscheinlich doch die große Maschinerie bauen. Oh, einen Arzt haben wir wenigstens hier. Das ist schon mal etwas. Da passt es nicht. Bauen wir doch noch einfach eine Lampe hier hin. Weil wenn die ableveln, dann haben wir nämlich das Problem. Oh, einen Friseur haben wir auch hier. Und was ist das? Calvin Ball. Ah, okay. Und ein Arzt. Okay, ich baue gleich die Windmühle ab. Denn ich würde gerne noch einen Laden hinstellen. Ja, einen Laden. Von mir aus eine Bar oder so. Hätte ich gerne. Passt das? Ach, ich muss die Lampe wegnehmen. Die stellen wir dann hier so hin. So. Und dann stellen wir hier unten auch noch eine hin. Das beleuchtet es ein wenig hier. Hier eine Straße. Und sein Arms in ihre Wohnung ziehen. Das heißt dann aber, eigentlich könnten wir die ja dann drehen, oder? Dass die... Oh, nee, lass so. Hier noch eine hinstellen. Dann aber lagere ich das.
macht das große, das hier, mehr Strom. Denn die Herrschaften verbrauchen ja dann, wenn sie aufleveln, mehr Strom. Sollen wir hier noch ein Licht hinbauen? Ja, das ist wieder so. Irgendeine Mod da funktioniert nicht richtig. Keine Ahnung wieso. Seit dem Update, also dem vorherigen Update. Ziemlich blöd gemacht hier mit dem Dingen. Die wollen reinkommen, aber nicht rein. Oh, blöd. Ich mach mal eine Treppe. Nein, aber nicht die. Ich mache hier so eine. Die passt aber gar nicht. Nee, die dötscht auch gar nicht an. So reingehen. Ja. Die können wir dann verwerten. Oder mach was anderes. Nein, jetzt habe ich die Treppe dahin. Lass doch. So. Sind alle eigentlich soweit zugewiesen. Er baut jetzt auch was Vernünftiges anderes, so wie es ausschaut. Ja. Also, wir haben 17 Betten für 17 Leute. Das ist eigentlich sehr gut. Wir haben Garten. Einen. Hier ist noch was. Und hier auch. Sie werden ja versorgt von unserer Versorgungsroute, auch wenn sie am Meckern sind, zu wenig Wasser, bla bla bla. Das wäre eigentlich auch kein Problem, wir könnten ja... Aber ich will hier nicht reinfuschen im Moment, weil ich nicht weiß, wie die so weiterbauen. Deswegen lasse ich das mal. Vielleicht ummauern die das ja auch wieder alles. Deswegen lasse ich die Finger davon. Ja. Die Dinger könnte ich auch abreißen. Ich lasse die Finger davon. Wir hatten noch die Muku. Ach, das sind Sandsäcke. Ich wollte auch schon wegräumen. Die brauchte doch noch... Na, was stört denn jetzt hier? Ein Futtertrug. Wo können wir den denn hinstellen? Für die Kuh. Wie ihr seht, die haben jedes Fleckchen hier mit... Nein, mit Schutz... zugemauert. Ah, sie hat einen Futterkrug schon bekommen. Oh, super. Wollte mich nicht drum kümmern. Das ist ja gut, dass die sich auch um die arme Kuh kümmern. Also. Schutz haben sie auch. 45, dadurch, dass sie hauptsächlich nur Schutz hier haben. Ja, eigentlich ist unsere Arbeit dann getan, oder? Der Voltec-Vertreter ist hier zuständig. Das freut mich. Jetzt weiß ich nicht, machen die hier drinnen noch was oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wieso ist das hier schmutzig noch? Die Reifen können.
Mülltrenner weg. Habe ich die nicht weggeräumt? Oh, aufpassen. Oh, irgendwas stört wieder. Ich mein Handy wahrscheinlich zu nah am Computer. Aber da der Knopf, ich will den Knopf drücken. Für was das wohl später ist, das ist eine gute Frage, wenn es abgelevelt ist. So. Ja. Meine Powerrüstung. Die lasse ich einfach hier stehen. Stört keinen. Dann könnte ich mir eigentlich hier ein Bett reinmachen, oder? Zum Abspeichern. Ich würde sagen, ich beende den Part und speichere hier ab. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo wir dann erstmals, ja, mal schauen, was dann passiert. Also, bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Adios.